Für das Projekt Knowledge for Retail sind wir im Einzelhandel unterwegs und da ist es besonders wichtig, dass wir Geräte verwenden, die relativ dezent und subtil eingesetzt werden können von den Mitarbeitenden. Die beiden Wearables, die Google Glass und der Ring Scanner, eignen sich sehr gut, weil sie sehr dezente Geräte sind und dadurch können sie eben auch sehr gut auf der Verkaufsfläche genutzt werden, ohne die Kundinnen und Kunden zum Beispiel zu irritieren, weil eben sehr große Geräte genutzt werden. Vorsortieren. Weiter. Bei der Vorsortierung nutzen wir einen Ringscanner und eine Datenbrille. Hierbei werden die Umverpackungen der Artikel abgescannt mit dem Scanner und auf der Datenbrille wird angezeigt, in welchen Rollwagen und in welches Fach des Rollwagens die Ware eingeräumt werden soll, sodass diese in der richtigen Reihenfolge für die entsprechende Filiale vorliegt. Wir schauen uns an und berechnen sogenannte Distanzmatrix, die im Prinzip Informationen von jedem Regalabschnitt zu jedem anderen Regalabschnitt in der Filiale beinhaltet. Und diese Informationen brauchen wir dann, um im Endeffekt den eigentlichen Algorithmus berechnen zu können. Während des Algorithmus berücksichtigen wir dann in erster Linie, was passt gerade ins Regal rein, inklusive der prognostizierten Abverkäufe quasi, und schauen uns dann natürlich an, wie man sozusagen die Bestückung der Rollwägen so effizient gestalten kann, dass natürlich auch die Laufwege, die der Mitarbeiter dann oder die Mitarbeiterin zurücklegen muss, dann möglichst optimal sind. Das entlastet die Mitarbeiter und gibt ihnen mehr Freiraum für andere Tätigkeiten, wie beispielsweise die Kundenberatung. Und für die Kunden erhoffen wir uns eine bessere Warenverfügbarkeit, da priorisiert die Ware zuerst verräumt wird, die als erstes benötigt wird. Also das Zukunftspotenzial würde ich als relativ groß einschätzen, weil es im Prinzip eben nicht nur den einen Nutzen gibt, dass wir jetzt sagen, wir nutzen es so, wie wir es jetzt aktuell im Projekt pilotiert haben, um die Regalbestückung zu machen, sondern man kann es auch für andere Anwendungsfälle einsetzen, wie beispielsweise ein Click and Collect, wo Leute halt eben dann durch die Filiale gehen, um dann Produkte wieder einzusammeln. Auch da gibt es entsprechende Anwendungsmöglichkeiten und da das dann gerade in der Verknüpfung mit dem Onlinehandel natürlich auch gegebenenfalls nochmal in anderen Kontexten eine Rolle spielen kann, sehe ich da schon ein relativ großes Potenzial drin. Da die Prozesse, die wir im Rahmen von Knowledge for Retail umgesetzt haben, so oder sehr ähnlich auch in vielen anderen Einzelhandelsunternehmen stattfinden und insofern diese Sachen dann auch sehr einfach übertragen werden könnten auf diese Unternehmen.